Servus und willkommen wieder bei MaxWorks. Servus und willkommen wieder bei einer neuen Folge MaxWorks. Ja, ein herzliches guten Morgen, heute aus dem Auto. Ich wollte eigentlich schon vor einer halben Stunde unterwegs sein, wäre ich auch pünktlich wahrscheinlich angekommen. Jetzt komme ich zu spät, sorry. Wo geht's hin? Es geht zum KKO, King Kones Oktoberfest. Wer den zum König gemacht hat, müssen wir nochmal erklären. Was machen wir da? Weiß ich selber noch nicht ganz genau. Aber ich glaube, es wird garantiert lustig. Es kommen ein paar lustige Leute. Genauso wie ich eine Kleinigkeit für den Kone dabei habe. Ich habe mich jetzt mal, ohne es abzusprechen, mit dem Dreckbaron, Herrn Dreckbaron persönlich zusammengetan. Ding dong, ich habe eine WhatsApp bekommen. Habe eine kleine Kiste Dreck, ausgewählten Dreck für den Kone zusammengepackt, damit er auch was Schönes für seine Werkstatt hat. Ich habe noch was dabei, und zwar eine Sackkarre. Warum? Naja, wer die letzten Videos von euer Konstantin gesehen hat, der weiß, er beschwert sich sehr gerne, dass er zu viel Zeug und dementsprechend zu wenig Platz in der Werkstatt hat. Und als gute Freunde, die wir sind, hilft man sich. Der Joe ist heute nicht dabei, was sehr schade ist, aber ich habe ein tolles Bild von ihm noch für euch. Das ist Joe, wie er ein 10 Euro teures Wurstbrot isst. In diesem Sinne, ich konzentriere mich jetzt auf die Straße und wir sehen uns, wenn ich beim Kone angekommen bin. Und mach den zu, der nicht kommt. Ja, nee, also so ist schöner. Ist gut, ja? Ist gut. Also, dann gebe ich euch einmal das. Wollt ihr alle mit rein oder? Ich muss weiter hinten stehen, die Brennweite. Da ist das Ding. Das ist hier das ganze Holz und Rede, was ich mitgebracht habe. Was ich dachte, da könnt ihr heute. Können wir uns das austoben? Oh, ich weiß, was heute zum Nachtisch gibt. Jägermeister. Ich finde es übrigens toll, wenn Leute eine CNC-Fräse haben, sie aber nicht benutzen können. Ich benutze doch. Aber halt aktuell nicht. Warte noch, was da kommt. Da kommt echt viel. Die ist? Nein! Wie viel ist heute alles wieder drin? Ja, ist durchballert. Also nicht jetzt Giveaways, später Giveaways. Vielleicht. Ja, wenn wir fahren, dann halt. Der Flo ärgert sich immer noch, dass er den Bus hat stehen lassen. Hast du noch so einen? Da hätte die 10C nicht reingepasst. Das war... sieht sonst immer größer aus. Das habe ich mir die ganze Zeit verkniffen, den Spruch. Ich habe schon rausgezoomt, das wird nicht klein, das wird nicht größer. Es ist halt einfach gute Kameraführung und guter Schnitt. Die lassen es größer wirken. Warte, nur für euch. How-to-Cup-Säge. Wo ist das Ding? Wow! Voll Laser hier. Applaus bitte. Ja, also. Und jetzt? Beste Ingenieurskunst hier. Ich mach's nicht. Du bist voll daneben. Voll daneben. Ich lasse es einmal, ich möchte einmal wissen, dann kann man nämlich danach anhand dem verschieben. Ich geh weg. Weißt du, was wir auch machen können? Konnte. Ja, also das ist nicht nur nicht nur gerade, sondern das ist auch schief. Das ist nicht nur nicht gerade, sondern auch schief. Ohne, du bist daneben. Voll daneben, ja. Aber da schau, schön hier. Das ist jetzt ein Border Schmaker Tische. Immerhin, der Laser sieht man auf dem Kuh. Wir haben jetzt übrigens einen Laserbeauftragten. Ja, einer muss sich ja drum kümmern. Jetzt zeigen wir, was wir hier machen. Also, wir machen jetzt hier so, ja, dass es uns auch mal ein bisschen sieht. Wir gravieren in Glas. Und das funktioniert super. Jeder kriegt hier seinen Bordeschmaker Maßkrug und dass wir standesgemäß was trinken können. Ja, Prost. Bin schon dabei. Geht's in den Keller an schwere Maschinen. Bin gespannt. Was stoppst du sogar? Geht halt nicht mehr dran.
raus. Nee. Aber diese Filme zwischen. Grad, wenn der Winter kalt ist, ruf uns einfach an, gell? Ja, aber die Säge, da schaust du mal an der Wärme. Das ist ein Regen, gelöscht. Das ist für die Absage. Für was ist das Klebeband? Ja, damit, weil das Ding hier nicht hält. Ja, da ist er. Ja, wenn du ohne Rüssel arbeitest, dann kannst du... Dass es rausschaut, oder? Ja, das ist richtig... Das ist die Stodelbastler-Variante. Wie an... Ich weiß nicht, in welcher Welt man nicht absaugt, aber meiner nicht. Auf E. Okay. Das ist meine Beuteschmecker. Affe und Auf E. Also, Protokoll fürs Video, es hat 20 Grad, wir stehen alle mit der Jacke. Es sieht ja viel kälter aus als es ist. Ja, vor allem ist ja Luft da drin. Pick dich. Ich gebe euch einen Tipp. Steckt es halt am Staubsauger und dann kennst du den Staubsauger wieder miteinander verbinden. Oder so. Geht das? Du hast leider einen super Tipp. Sven aber anspruchsgestellt hier. Wie viel Bier habt ihr denn? Na, also bei mir haut es immer die Sicherung raus. Bei dir, oder? Nach zwei Bier haut es immer die Sicherung raus. Es wäre nicht so, als hätte ich das. War ja gerade auch an! Warte, nee, ich hab doch gerade. Ja, ich glaube, am Staubsauger anstecken ist vielleicht doch nicht die größte. Der Laser. Wir sind auch. Genug im Keller. Schau mal, was die draußen machen. Kann nichts gut sein. Komm, jetzt machen wir meins. XS, wirklich? Nein, Blödsinn. Weißt du, was ich kaufen lass? Was hättest du gern drauf? Den Leberkass Herzschlag. In welcher Farbe? Ich überleg mal gerade, ob Schwarz-Gelb drauf wäre auf dem Grau. Also du hast halt eine Wahl. Das schaut schon auch gut aus. Ich hab eine Wahl, ja. Du kannst, wenn nicht, können wir es drüber machen, dann ist es Schattierung. Aber halt dann, das weiß ich halt nicht, ob das funktioniert. Das ist jetzt... Nee, was machen wir? Nee, komm, schwarz schaut doch geil aus auf grau. So weh das geht, es nicht ab, gell? Das ist schlecht, oder? Nein. Oder ist schon gut? Perfekt. Weißt du, was du hast? So heiß ist das gar nicht. Ich habe immer gesagt, Robert, da steht ein Bier. Vernünftiges Werkzeug. Du kannst immer nur nach links schieben. Da muss man immer aufpassen. So. Jaha. Moment, ich muss Gehörschutz aufziehen. Kannst anfangen. Ist geil. Wenn sich fünf Leute zu weigern, eine Stecke in die Steckdose zu stecken. Das ist Teamwork. Mhm. Eine sehr energieeffiziente Werkstatt. Muss man hier noch das Schnorkelding hier anlegen? Der liegt auch da. Jules, dein Einsatz. Das ist immer so wichtig, wenn der Bohrfinger fängt. 1A. Yay! Yay. Das lassen wir so, weil da kann man oben noch Bayern-Fähnchen hinmachen.
weiß ich nicht, ob sowas. Jetzt Bayern-Fähnchen hin. Ja, tipptopp. Genau. Obwohl, ja, passend tut's. Nee, das passt hat nicht. Noch gepasst. Doch. Ja, nee, kann das nicht. Was hast du für scheiß Gläser? Auf dem anderen Pass. Du musst mal bei mir drauf. Oh, das ist ja, schmeiß halt weg. Sind das jetzt kaputt? Muss so viel früher mal gegeben. Das sind das jetzt keine Normgläser? Doch, aber das ist auch. Oder hast du noch? Nee. Ich geh mal gucken draußen. Deine Vorrichtung hat noch Potenzial. Das heißt meine Vorrichtung? Alter. Potenzial. Einmal mit Profis arbeiten. Oder? Doch, roter Rahmen, unten läuft der Zeit, vorne leuchtet ein rotes Lampe. Was soll ich kommentieren? Nach Fest kommt ab, aber leider ist nicht die Schraube abgerissen, sondern der ganze Imbus, weil der Kone wahrscheinlich irgendein billiges Scheißklumpzeugs hier im Start hat. Und das Ganze steckt jetzt im Letzbastel-Kreisschneider. Genau. Von dem vorhin schon die Klingen abgebrochen sind. Es geht dem Feierabend entgegen. Was haben wir geschafft? Wir haben die Bierkrüge gelasert. Das war geil. Und wir haben die Werkstatt ein bisschen in ein Schlachtfeld verwandelt. Den Kreisschneider, den roten, den haben wir auch geschafft. Zweimal, einmal Klinge, einmal Schraube. Und bei einer schönen Aktion hier haben wir noch ungefähr ein 50. Finger irgendwo verloren. Und warum schaut sie überhaupt aus wie Sau? Alles hierfür. Es passt. Bierdeckel mit Strohhalmloch. Und jetzt gibt's Essen. Das ist nötig. Jetzt zeig mal, Koch, was du hast. Ihr seht, ich sitze wieder im Auto. Das war's für heute. War ein richtig geiler Tag. Die Deckel, die wir jetzt zum Schluss gebastelt haben noch für die Bierkrüge, die haben wir natürlich nicht mehr fertig gebracht. Das bleibt jetzt jedem selber überlassen, die fertig zu machen. Aber es war ein richtig geiles King Kone Oktoberfest. Ich mache jetzt auf den Heimweg und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich. Bis dahin. Wir sehen uns. Ciao.